Torwarttag Werder Bremen, haben wir 2 Jahre nicht machen können. Das bedeutet, dass wir alle Nachwuchskeeper von Werder Bremen bis hoch zu den Profitorhütern auf dem Platz haben, Coaching-Schwerpunkt-Trainingseinheiten anbieten und einfach die Gruppe Torhüter Werder Bremen mal zusammenführen wollen und da den Austausch einfach haben wollen. Ja. 1, 2, 3, 4. Ja, hier ist er, komm. 1, 2, 3, 4. In dieser Station geht es darum, von Raumverteidigung in Zielverteidigung überzuspringen. Es gibt gewisse Situationen im Raum, kommt eine Flanke, kommt keine Flanke. Und wenn die Flanke dann kommt, die ich nicht abfangen kann, dann ja, muss ich umswitchen auf Zielverteidigung, dass ich dann den Weg ins Tor hinkriege, dass ich im Schussmoment stehe, dass ich dann reagieren kann. Okay, guck mal, wir machen vor, da, da, 1, 2, 3, ja, 4. Und komm, da, jawohl, und roll weg, und dann kommt der nächste. Und komm, ja, super, gut so, okay, jawohl, gut so. An dieser Station geht es ein bisschen um die Hereingaben im Spiel. Wir reden über Querpässe, wir reden über Flanken, die wir dann mit dem ersten Drittel quasi betiteln. Das spielen wir im ersten Drittel, einmal in der Position, die wir finden müssen, um möglichst viel Deckungsschatten im Fünfer zu kreieren, bei Querpasssituationen von der Grundlinie weg in den Raum rein. Und genau das versuchen wir zu trainieren und das zu paaren mit einem Ballgewinn, wo wir dann auf die Tore den ersten Impuls für den Konter geben, für die Spieleröffnung. 1, 2, 3, 4. Jawohl, gut so, sehr gut. Wenn ich habe den Fuß, dann natürlich Achterraum oder außen. Geht genauso. Oder Sechserraum anrollen ist in der Bundesliga meistens schwer, weil da sehr schnell zugemacht wird, aber ihr findet euch oft in der Situation wieder. 1, 2, 3. In der Station geht es hier um Reaktion Nahdistanz, 1 gegen 1, um die Arbeitsprinzipien und die Coaching-Schwerpunkte, die wir da sehen wollen, was wir für die Torhüter Werder Bremen festgelegt haben in Ausbildung. Wir wollen von hinten nach vorne agieren, wann wir im Block, wann wir die Fußabwehr nutzen, wann wir freie Hände haben wollen. All das, was die Jungs tagtäglich im Training hören, haben wir dann heute nochmal hier in der Station als Schwerpunkt genommen. Und ja. 1, 2, 3, 4. Oder unten mit der Langbein. Gut. Ja. Dahinter. Die rechte kommt drauf. Sehr gut. 1, 2, 3, 4. Dann stehst du noch ab und dann kommst du noch mal. Ganz ruhig, ganz ruhig. Dann fällst du an. Challenge geht auf den Ball und dann auf. Okay? Ich glaube, dass das gerade ein riesen Benefit für unsere Nachwuchskeeper ist, dass die einfach auch das Gefühl bekommen, wir gehören alle zusammen, wir sind eine Gruppe. Ja, ist einfach cool zu sehen, wo so die Entwicklungsschritte sind, wie weit die Jungs in welchem Alter schon sind. Da waren echt schon Jungs dabei, die haben im Alter was gemacht. Das konnte ich zu dem Alter, als ich in dem Alter war, auf jeden Fall nicht. Da war ich ganz weit weg von. Deswegen ist es cool zu sehen. Es macht einfach Spaß. Ich glaube, den Jungs macht es auch Spaß. Ich feiere das einfach total ab, dass wir in der Gruppe von U10, U11 bis oben hier auf dem Platz stehen, zusammen trainieren können, jetzt gleich noch zusammen ein bisschen Videoanalyse machen und das ja, ist einfach ein ganz tolles Gefühl, wie zu sehen, wie die Jungs da einfach aufgehen und wie die Spaß haben und ja, toller Tag. Waren schon echt sehr gute Saves dabei und witzigerweise habe ich vor, das kann man bestimmt mal rausgucken, vor ein paar Jahren haben wir das gemacht, aber Mio zum Beispiel als Torwart, der trainiert werden sollte, hier dabei. Und jetzt ist er einfach bei uns oben regelmäßig dabei, macht die Sache einfach super, hat eine riesen Entwicklung genommen. Also man sieht ja, dass es Früchte trägt und dass es den Jungs auch einfach hilft, wenn die so früh schon da rangeführt werden. Das wäre jetzt der perfekte Moment für die YouTube-Endcard, für das aktuelle Video, dass Sie da draufklicken können und sich das angucken. Genau, wie war das immer? Hier oben oder da oben? Oder und Glocke aktivieren und Kommentare schreiben und liken und teilen. Teilen ist sehr wichtig. Und Freunden erzählen und
Das Wort mit A? Ausschalten. Abonnieren.